Hallo und willkommen zu neuen Yu-Gi-Oh! Opening Pendulum Evolution und wieder mal ein ganzer Display, der heute geöffnet wird. Wir haben 5 Carnival Booster, 24 Booster Packs, die ganze Serie enthält. Insgesamt besteht die Serie aus 50 Super Rare Karten, 3 pro Pack und 10 Ultra Rare Karten, 2 pro Pack. Das heißt, wir machen die Karten wieder auf und schauen mal rein, was da alles gibt. Wie gesagt, wie immer, ich habe mich nicht vorinformiert, dementsprechend wisst ihr es bestimmt besser als ich, was hier drin sein kann. Dementsprechend, nehmt das zur Kenntnis, je nachdem, was für Kommentare ihr schreiben möchtet. So, ich habe letztes Mal kein Feedback gekriegt, wie es mit der Kameraempfehlung ist. Ich hoffe, es war gut. Ich werde es wieder mal mit der gleichen Empfehlung machen. Wir werden jetzt hier einfach mal die Booster rausnehmen. Ich lege die mal hier raus und dann auf die Seite. Und dann schauen wir mal einfach, was so in einem Booster drin ist von Pendulum Evolution. Ich gehe davon aus, dass hier Pendelkarten drin sein werden. Würde auf alle Fälle Sinn machen. Erleuchtungsparadin. Pendel Wiedergeburt, Dharma Augenmagier, Doppeliris Magier, Chronokraft Zauberer. Sehr gut. Das sind die zwei Ultra Rare Karten und ja. Jetzt mal hier auf einen Haufen und dann zum nächsten Booster. Sterndeutender Magier, Fixsternritter Sefratuban, Tölpeldrachenmagier, Astrograf-Zauberer, Sternpendelgraf. So, und die nächste Karte. Zeitbrechende Magier, magische Entführerin, erzunterwählte Exzentrik, Zeitsternmagier und lila Toxinmagier. So, nächstes Booster. Orakel der Sephra, Lektor Pendel der Drachenoberherr, Pendelverschiebung, Schwarzzahn Magier, dieser Tornix Magier, schon wieder. Okay, den habe ich jetzt eben gehabt beim letzten Packung. So. Göttlicher Sephra Schlag, Metallfrose Crimsonit, Fokaluts Kanone, Harmonisierer Magier. Das heißt, ja, den haben wir jetzt auch schon sicher zweimal. Bin gespannt, wie viele Karten wir dann zu viel haben. Sprich, mehr als dreimal, sonst wird es ja aussortiert. Ich glaube, die können mit Glück beim nächsten Karten bestellen oder Yu-Gi-Oh! Bestellen, eine als Gratis-Karte, vielleicht eine zu verdienen sogar bekommen, wer weiß. Verhängnisstern-Magier, Abstimm-Magier, Pendel-Wiedergeburt, Harmonisierer-Magier, Diatoxin-Magier. Okay, den haben wir bestimmt jetzt schon dreimal, mindestens. Das heißt, wenn er jetzt nicht kommt, wird er auf alle Fälle aussortiert werden. So, dann zur nächsten Karte. Zelt Metal Frose Wismur Rüstung. Klimphorn Kundschafter. Weisheitszauber Magier. Schwarzzahn Magier. Waldflügel Magierin. Ich habe festgestellt, dass ich hier ziemlich in Schatten werfe auf die Karten. Da hier wahrscheinlich noch wenig zu sehen als sonst. Der Zeitdeutende Magier, Zeitbrechende Magier, Weisheitszauber Magier, Schwarzer Magier. Das war fast das identische Booster, habe ich gehabt. Jedenfalls die Ultra Rare Karten waren doch erst eben noch rausgekommen im Ziehen. Metallfrose Atmante, Erzunterwelten, Exzentrik, Blut, Buntäuge, Absolutdrache, Astrograf-Zauberer, Chronograf-Zauberer. Ja, der Absolutdrache ist auch eine Karte, die wieder neu dazukam. Die, glaube ich, nicht mal so schlecht gezahlt wurde. Göttliche Sephra Schlag, Metallfrose Kümsenonit, Kunst des Beschwörers, Astrograf Zauberer, Zeit Pendelgraf. So. Den ersten Stapel haben wir durch. Und den zweiten Stapel. Pendelruf, Geistungeheuer Zähmerin Sephra Wendy, Kunst des Beschwörers, Zeit Pendelgraf, Weißflügel Magierin. Nächste Karte. Metallfrose Konter, leitende Ariante, Verhängnisstern-Magier, Schwarzzahn-Magier, Lidatonix-Magier. Ja, wir haben doch noch ein paar Booster, haben wir noch. Ich glaube, ungefähr 10 so. So
muss ein bisschen Booster auf Seite legen hier. Ja. Kann es ja ganz wegnehmen, da will ich gar nichts mehr von sehen. So. Alles klar. Bunteuge Fusion. Hypnoschwester, Erleuchtungspaladin, Lidatonix Magier, Astrogaff Zauberer. Die haben bestimmt alle schon dreimal. Die Damen kommen im Silberkampf vor. Geistungeheuer Zähmerin Serendi, Drachenpuls Magier, Sterndeuter Magier, Weißflü. Ja, ja, wir haben alle. Jetzt kann man fast immer die gleichen Karten, ich werde zugeben. Da war es ganz schlau, so viele Karten auszutun. Buntäugige Fusion, Drachenpuls Magier, Buntäugige Pendeldrache, Harmonisier Magier, Zeitstern Magier. Okay. Zimmetalfrose, Spiegel des Drachen, Wandelstern Ritter, Sternpendelgraf, Doppel-Iris Magier. So. Metallfrose Orichalk, Klüphorn Monitolith, Seraphik Schatz des Yang Tsing, Zeitstern Magier, Astrograf Zauberer. So. Das ist gerade echt eine Hitze hier. Wir haben da sind über 30 Grad. Ich nehme für euch hier das Video auf. Das Witz ist, es ist eigentlich hier angenehm kühl in der Wohnung. Aber im Büro hier, wo ich das aufnehme, ist es extrem heiß durch die ganze Hardware hier. Nur die Fenster öffnen kann ich nicht, weil es dann draußen noch mehr Wärme reinkommt. Und den Ventilator kann ich einschalten, weil ihr sonst ein zu großes Rauschen habt. Dementsprechend machen wir Booster einfach noch so jetzt auf. Und ja. Werde nach diesem Video gleich sofort mich an den Ventilator setzen, um mich runterkühlen und dazu eine kühle Brause. So, Dama Augenmagier, Fakos Kanone, Onkel Zephra, Doppelis Magier, Hermosier Magier. Jo, das wird echt ein. Opa, also die Kamera fast umgeschossen hier. Ah, du schau mal, neue Karte, Rettungshamster, Abstimmmagier, Hundäuge Meteor, Einschlagdrache. Aha. Kunsthaftzauber, Flügmeiß, was? Ja, auch Magier. So, dann gab es das zweite, drittletzte Booster. Spiegel des Drachen. Schastes Young, Hypnoschwester, Schwarzer Magier, Weißflügelmagierin. Also, ich glaube, hier werden sehr viele Karten werden hier aussortiert. Als Mann, Drachengrubenmagier. Meißpendel, Drachenober. Ja, sehr gut. Und die letzten Karten, das letzte Booster für heute. Und das kommt mit Zephraniu, Geheimnis des Yang Tsing, Pendelsturm, Buntäugige Pendeldrache, Hammertiermagier, Weißflügelmagierin. So, somit haben wir wieder komplett eine Serie zu Ende geopening. Das heißt, wir hatten nochmal zur Erinnerung, Pendulum, Evolution. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Habt ihr eine Karte sehr gut empfunden, die ich gezogen habe? Schreibt es doch gerne in den Kommentar, würde mich interessieren. Und da sehen wir wieder uns beim nächsten Opening. Bis dann und tschüss.